Ja, hi Leute und willkommen zur nächsten Folge unserer Präparationsserie und heute mal wieder eine Art aus einer meiner Lieblingsgattungen, diesmal Lucanus, nicht Odontolabis. Das war ja in der ersten Folge, da kommen auch noch welche. Jetzt geht es erstmal um Lucanus. Gibt auch einige diese Staffel. Und genau, hier, das ist Lucanus sericeus obayashii aus Laos. Diese Exemplare hier, dieses Pärchen, wurde am Mount Fufan gesammelt. Lucanus tsukamotoi habe ich zum Beispiel auch dort her. Haben wir auch mal zusammen präpariert. Auf einer Höhe von 1200 bis 1900 Meter ist hier auf dem Etikett angegeben. Und das Weibchen wurde Mitte Juni 2012 gesammelt und das Männchen zwischen April und Mai 2013. Also scheint die Saison da relativ lang zu gehen. Von April bis Juni, 2 Monate oder. Es ist halt ähnlich wie bei uns, dass die Männchen dort, also wie bei Lucanus cervus, dass die Männchen dort etwas früher rauskommen, demnach da schon im April gefunden werden, aber die Weibchen dafür länger im Jahr unterwegs sind. Wir können Lucanus cervus ja teilweise auch noch spät im August finden, dann halt meist Weibchen und die Männchen dann oft schon auch früher. Also denke ich mal, das wird da auch ähnlich sein, sind ja schließlich auch verwandt aus der gleichen Gattung. Unschwer zu erkennen. Ja, und von Lucanus sericeus gibt es 3 Unterarten. Ja? Wir haben jetzt hier die Unterart aus Laos, Obayashii. Ja, und dann fangen wir direkt mal an, die Unterarten zu diskutieren. Habe ich euch hier mal was mitgebracht. Ja, hier sind andere Exemplare drauf. Und zwar seht ihr hier in der Mitte und rechts Lucanus sericeus teschii aus Chiang Mai in Thailand, im Norden Thailands. Und das da links ist gar kein Lucanus sericeus, das ist, denke ich, relativ offensichtlich. Das ist ein Lucanus maculi femoratus aus Japan, den brauche ich aber gleich, um euch einen wichtigen Unterschied der Nominatform zu den anderen beiden zu erklären. Naja, fangen wir erstmal mit Obayashii und Teschii an, weil wir da direkt Exemplare vor uns haben. Die Unterart, um die es heute geht, Obayashii, hat den medialen Zahn, also dieser große Zahn, der bei fast allen Lucanus zwischen der Basis und der Gabel ist. Ich nenne ihn jetzt mal median, er sitzt eben nicht immer median. Bei diesem Lucanus sericeus teschii, im oberen Drittel, im unteren oberen Drittel der Mandibeln, bei dem Obayashii, aber in der Mitte des oberen Drittels, ja, also bei Obayashii, ist dieser große Zahn, der vor der Gabelung für gewöhnlich kommt, auch relativ nah an dieser Gabelung dran. Das ist bei Sericeus teschii und Sericeus sericeus nicht der Fall. Bei Lucanus sericeus sericeus liegt dieser Zahn in etwa auf der gleichen Höhe wie bei Lucanus sericeus teschii. Und auch weiterhin entsprechen sich Lucanus sericeus teschii mit Lucanus sericeus sericeus, dass sie nämlich hier hinter diesem eben besprochenen Zahn weitere kleine Zähnchen haben, die bei Obayashii fast immer fehlen. Also hier ist die Innenseite der Mandibeln eigentlich glatt. Ja? Lucanus sericeus teschii hat dagegen die breitesten Mandibeln mit der stärksten Biegung nach außen. Ja, bei Lucanus sericeus sericeus und Obayashii sind die etwas schlanker und eher gerade nach vorne gezogen, nicht ganz so stark nach außen gebogen. Und bei Lucanus sericeus sericeus sind die Mandibeln dann am Ende auch nochmal etwas stärker nach unten gebogen, als jetzt hier bei Obayashii oder bei Teschii der Fall ist. Das wären die Unterschiede in den Mandibeln, die man in der Regel erkennen kann. Hier sei immer dazu gesagt, es handelt sich um Lucanidae, die sind sehr variabel, auch innerartlich und innerhalb von Unterarten, gerade vor allem in den Größen. Ja, also wenn ich ein Major-Tier habe, kann das auch wieder andere Charakteristika haben oder stärker ausgeprägte. Ja? Deswegen
Am besten achtet man auch immer auf die Herkunft. Ja? Teshii gibt es nur in Thailand, Obayashii nur in Laos und Sericeus nur in Vietnam. So, jetzt gehen wir auf die Kopfform mal ein. Ja? Bei Lucanus Sericeus Teshii haben wir so ein Mittelding aus beiden, sag ich mal. Ja, da sind diese Kopflappen relativ breit hinten und rundlich abgeschlossen und ja, gehen leicht schräg nach außen. Bei Obayashii gehen die dann doch deutlich schräger schon zur Seite, sind schmaler und auch eckiger. Ja, die sind nicht ganz so abgerundet wie bei Teshii. Und bei Lucanus Sericeus haben wir dann eher den Fall wie bei so einem Lucanus maculi femoratus. Ja? Das sieht jetzt nicht ganz genauso aus wie hier, aber nur damit ich euch das mal irgendwie deutlich machen kann, da haben die Männchen tatsächlich eher so einen geraden Kopf nach hinten zu diesen Kopflappen. Ja? Das ist nicht ganz so schräg. Ja? Ja, wie ihr hier bei den Lucanus sericeus Exemplaren sehen könnt, haben sie so eine leicht ja, silbrig-goldige Behaarung auf dem Panzer, auf der Unterseite ebenfalls, das sieht man beim Weibchen auch ziemlich gut eigentlich, ich hoffe auf der Kamera auch, ja, sieht man relativ gut schimmern, also sie sind relativ stark behaart, deswegen auch der Name Sericeus bedeutet auch behaart, kennt man auch zum Beispiel von Lucanus maculi femoratus, das Exemplar hier ist aber jetzt schon relativ abgerieben, hat nicht mehr ganz so viel von den Haaren, auf dem Thorax noch ein paar, also auf dem Pronotum und auf dem Kopf, könnte man da theoretisch auch in ähnlich starker Weise sehen wie bei Sericeus. Viele Arten aus dieser Verwandtschaftsgruppe, zum Beispiel auch Lucanus tibetanus, der auch zum Beispiel eine recht ähnliche Kopfform zur Nominatform hat, könnt ihr einfach mal nach Bildern suchen. Also auch eben diese gerade nach hinten auslaufenden Kopflappen. Die zeigen oft eine relativ starke goldene Behaarung. Okay, beim Aufweichen ist mir jetzt hier eben leider beim Weibchen die halbe Tarse abgebrochen. Ich habe das Stück aber auf jeden Fall noch. Und das werden wir dann gleich noch versuchen dran zu kleben. Hoffen nicht dran zu verzweifeln. Ich hasse Tarsen dran kleben. Das ist immer so eine sehr undankbare Arbeit, sag ich mal. Weil es selten auf Anhieb funktioniert und man braucht ewig und dann sieht es nachher doch nicht so aus, wie man es möchte. Naja, werden wir schon hinkriegen. Und ja, dann könnten wir noch messen. Das Männchen hier vom Sericeus Teshii hat 70 mm, der hier hat 54 mm und den messen wir jetzt auch mal. Er hat 66 mm und diese Unterart, da sind Männchen von 72 mm bekannt. Ich denke 75 mm sind auch machbar. Die Nominatform Sericeus kann bis 80 mm groß werden und die Unterart Sericeus Teshii ist mit 76 mm als größte Größe bekannt, aber ich denke, da ist auch eventuell noch mehr Luft nach oben. Das Weibchen können wir auch mal messen, hat ja ungefähr eine Größe wie ein Lucanus cervus Weibchen, haben allerdings deutlich breitere Kiefer als unsere Lucanus Damen hier. Ja, 43,6 mm hat auch gut, also eine Größe von einem guten Lucanus cervus Weibchen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gut kürzer gehalten als bei der Odontolabis castelnoi-Folge. Es war nicht zu langwierig, die Unterarten zu besprechen. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr besser findet, wenn ich mir dafür ein bisschen mehr Zeit nehme oder wenn wir es schnell durchsprechen. Ich meine, zur Not kann man das Video auch ein paar Mal an der Stelle angucken, falls man sich ganz versteht, auf dem ersten Schlag, sag ich mal. Aber gut, dann fangen wir jetzt mal an.
Okay, das Kleben ging deutlich einfacher als gedacht, aber das Männchen war echt ein hartes Stück Arbeit. Die Vorderbeine und die Fühler wollten echt überhaupt nicht so, wie ich wollte. Und ich habe gerade ewig dran gesessen, auch gerade noch abseits der Aufnahme, um das einigermaßen symmetrisch hinzukriegen, was nicht gelungen ist. Aber ja, wir warten mal das Abnadeln ab, wir lassen es erstmal trocknen. Und dann schauen wir mal, ob es so schlimm ist, wie ich befürchte, oder ob es noch geht. Die Fühler an die auf jeden Fall sind sehr, sehr schwierig in Position zu bringen beim Männchen. Naja, gut, bis zum Abnadeln. Okay, die Käfer haben jetzt einige Tage getrocknet. Aber ich sehe hier schon, da hat sich leider was verzogen. Den Fühler habe ich garantiert nicht ganz so asymmetrisch da hingesteckt. Der muss leider von dieser Nadel runtergerutscht sein und dann, ja, dadurch, dass sie jetzt etwas länger getrocknet haben, wird da auch nicht so viel Spielraum sein, um das jetzt noch wieder gut zu machen. Deswegen, ja, muss ich entweder damit leben, dass die Fühler hier sehr asymmetrisch stehen oder ich weiche ihn nochmal auf. Ich schätze mal, ich bleibe bei ersterem, weil ja, beim Aufweichen, bei genadelt im nächsten Plan, bricht gerne schon mal was ab und das möchte ich vermeiden. Okay, wir nadeln jetzt einfach mal. Ja, okay. Der Rest ist dann doch ganz gut geworden, vor allem mit den Vorderbeinen bin ich dann doch zufrieden dafür, dass sie anfangs so große Probleme gemacht haben. Der Fühler ist eben leider von der Nadel gerutscht und ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich einen von beiden noch in eine ähnliche Position zum anderen kriege. Falls das nicht ohne ja, zu viel Kraft geht, dann lasse ich es auch sein. Und steche ihn so in die Sammlung. Beim Weibchen bin ich ganz zufrieden, da konnte ich noch am Fühler was richten, der auch abgerutscht ist. Ja, übrigens habe ich mal ein bisschen recherchiert. Dieser Berg, auf dem sie gefangen wurden, das ist der Pupane oder Pupan. Ich weiß nicht ganz genau, wie jetzt die Lautsprache dazu ist. Und das ist ein Berg in Laos. Es gibt aber auch in Thailand einen Phupan oder Phupan. Ich glaube, Phupan wird es ausgesprochen, wurde mir gesagt. Ja, es gibt also in beiden Ländern einen Berg mit gleichem Namen. Deswegen war ich etwas verwirrt, da ich den Phupan bisher von Thailand kannte. Und dann soll es ihn plötzlich auch in Laos geben. Aber ich habe die Koordinaten, die angegeben waren, überprüft. Und ja. Hier, das ist das Etikett dazu, das passende, als ich die Koordinaten eingegeben habe. Da bin ich auch in Laos, in der Hua Phan oder Hua Panne Provinz ausgekommen. Ja, alles klar. Gut, dann können wir sie noch zu den Artgenossen stecken. Zwar andere Unterart, aber dennoch gleiche Art. Nämlich zu den beiden Lucanus sericeus teschii. Ja, und ja, da können wir jetzt noch mal kurz vergleichen. Die Unterschiede, die wir zuvor besprochen haben, sind doch, denke ich, bei diesen beiden Majo-Männchen ziemlich gut zu erkennen. Zum sericeus habe ich euch dann nachher auch noch ein Foto eingeblendet, zusätzlich zum Maculi femoratus, an dem ich es versucht habe zu erklären, aber das Bild war dann, denke ich, doch aufschlussreicher. Ja, dann hoffe ich, ihr habt die Unterschiede gut verstanden und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vergesst vorher nicht, noch einen Daumen hoch zu geben, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis dann. Ciao.